Gaius Julius Caesar ist nach Spanien gereist, um seine Gegner zu zerstören. Und damit, moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shield Wall. Wir müssen uns am Anfang direkt ordentlich beeilen. Hier links von uns ist Team Blau. Wir gucken uns wahrscheinlich, ja, wir gehen hier nach rechts und schnappen uns Punkt D. Es gibt auch noch Team Gelb und Team Grün da unten. Das könnte schwierig werden. Vor allen Dingen habe ich für diese Map aktuell keine richtige Taktik. Denn wir sind, glaube ich, im vorletzten Level. Und die Maps werden mittlerweile sowas von schwer. Oh, warte mal. Ich könnte doch Standartenträger... Ah, Mist. Aber mit dem Standartenträger habe ich noch nicht die Special Ability. Aber ich nehme den Standartenträger. Oh, ich hoffe, dass Team Blau nicht direkt zu uns geht. Das wäre problematisch. Oh, die sind nämlich schneller. Die sind deutlich schneller. Beeil dich. Beeil dich. Und sie kommen, die Miesen. Ich wusste es. Nein, 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 nein. Komm, Angriff, Jungs. Angriff, Angriff. Lasst uns an unserer Flagge kämpfen. Warte mal, ich switch schnell, damit wir hier immer mal welche von denen rausnehmen können. Mit einem schönen Speerwurf. Leute nachspawnen. Jawohl, sehr nice. Gut, wir haben sie zerstört, haben sogar noch Erfahrungspunkte mit dem Standartenträger gesammelt. Gehen jetzt wieder hoch auf 19. Was haben die anderen? Oh, guck mal da. Als ob. Team Orange. Die nehmen nämlich das jetzt hier vorne ein. Und wir können vielleicht hiermit noch ein bisschen Stress machen. Alter, Team Blau wird richtig angegriffen. Zack, und jetzt haben wir auch schon einen Punkt vom Standartenträger. Oh Gott, Rückzugstandartenträger. Oh ja, jetzt greifen die auch noch da unten an. Alter, Team Blau ist sowas von down. Wirklich. Die müssen nämlich jetzt... Nee, was machen denn die Orangen denn da? Ich dachte, die attackieren. Ey, nein, 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 nein. Okay. Nee, 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 nicht mein, nicht meins. Kommt mal ran hier. Was macht ihr denn? Na, ich muss denen das wahrscheinlich überlassen. Es sei denn, ich schaffe... Ja, ich war zu wenig Leute. Da können wir jetzt auch nicht großartig kämpfen. Krass, dass die einen da einfach nur hingelaufen sind. Ich hoffe mal, bitte Team Blau, nicht wieder auf mich rauf, ihr Miesen. Okay, dann überlasse ich euch das. Und ich schnapp mir dann hier Team Orange. Das ist mir ja letztlich egal. Weil man hat da vorne auch keine großartige Verteidigung. Team Orange geht aber aktuell derbe ab. Ich würde mir wünschen, dass die sich ein bisschen mehr mit Grün battlen. Oh Mann, das könnte interessant werden. Punktemäßig sind wir weit abgeschlagen zusammen mit Blau. Aber gut, das liegt halt auch daran, dass wir uns hier gegenseitig bekriegen. So, und jetzt kämpfen wir hier an meiner Flagge. Oh, Alter, wie viele seid ihr denn? Okay, this battle müssen wir jetzt im besten Falle gewinnen. Weil ansonsten haben wir ein großes Problem. Spawn hier. Oh Gott, ich habe gerade meinen eigenen weggeballert. Das war auf jeden Fall nicht so schlau. Oh, wir haben die auf jeden Fall gut geplättet. Oh, warte mal, Team Blau läuft jetzt woanders hin. Das ist unsere Chance, weil wir haben jetzt schon 2 Punkte. Und wenn wir Glück haben, kämpfen die jetzt gleich mit Orange. So, jetzt ist die Frage, in was sollten wir skillen? Bewegungsgeschwindigkeit? Ich will eigentlich wieder so eine Elite-Einheit ausbilden, die ordentlich Nahkampfschaden austeilt. Damit habe ich eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht. Das werden wir auch dieses Mal. Nahkampfschaden. Ja, und noch ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit. So, jetzt haben wir unseren dritten... Ah, Mist, da oben kommt schon wieder Orange. Das ist echt nicht geil. Aber ich glaube, die wollen auch immer nur den Punkt da oben. Ich glaube, die machen gar nicht mehr Stress. Hoffentlich zumindest. Nee, ihr geht auch nach da unten. Mann, Team Orange. Was soll da? Oh, und da kommt auch Team Blau. Oh ja, aber ihr kämpft gegeneinander. Das ist ja absolut GG. Dann können wir nämlich hier gleich abstauben. Oh, nee, wir wollen da nicht lieber... wir wollen nicht abstauben. Lass die beiden ruhig kämpfen, weil Team Orange ist da viel zu heftig. Dann schnappe ich mir lieber hier den Punkt von Team Grün. Team Orange. Ihr Miesen. Warum? Was soll... Macht doch nicht diesen. So, die haben da ein paar Verteidiger abgestellt. Die werden wir jetzt aber direkt überraschen. Vor allen Dingen würde ich sagen, dass wir unser Einheitenlimit mal erhöhen. Oh, da oben kämpfen die beiden. Blau und Orange. Perfekt. Boah, wie viel Punkte Orange hat. Das ist schon heftig. Grün sind die einzigen mit so einer, in Anführungszeichen, abschließbaren Base. So, ich habe mir jetzt auf jeden Fall 25 Leute geholt. Team Grün und Team Orange klauen mir jetzt 2 Punkte. Das ist überhaupt nicht gut. Es wird eigentlich auch mal Zeit, dass einer von denen wegfällt. Oh, warte mal. Was ich machen werde, ist gleich... Genau. Ein Hauptsymbol mit einem Aura-Effekt. Ja, das schnappe ich mir. Aber erstmal müssen wir jetzt abwarten. Da kommt nämlich jetzt einmal Team Blau. Genau, die stressen Team Orange. Ich werde mich mal hier wegbewegen und den Punkt hier einnehmen. Ja, die schnappen sich nämlich jetzt meinen. Gut, das Ding ist, wir müssen extrem mobil sein. Hier oben ist noch ein Punkt von Grün. Also wenn ich jetzt gleich die 250 habe, nehme ich das Hauptsymbol. Und dann nehme ich das, mit dem man ganz schnell Punkte einnehmen kann. Weil hier geht es, glaube ich, auch zum Teil drum, möglichst schnell Sachen einzunehmen. So, und dann nehmen wir Flaggeneroberung. Genau. Dann kann ich nämlich hier
hier hin und sofort das Horn, das hört man jetzt so ganz leise, ja. Und dann übernehmen wir das unfassbar schnell. Aber uns wird immer alles geklaut. Es wäre gut, wenn Blau wegfallen würde, weil dann könnten wir uns hier hinten ein bisschen breit machen. Oh, was? Oh, die wurden gerade zerrieben. Und mit denen wollen wir uns jetzt auch nicht anlegen. Blau wären die einzigen, mit denen wir Beef suchen sollten. Weil die sind wahrscheinlich mit Abstand die schwächsten. Obwohl die jetzt auch zwei Basen haben. Ich nehme mal Horndauer. Nee, Cooldown-Verringerung vom Horn. Boah, könnt ihr Orange mal aufhören, mir immer meine Sachen zu klauen? Die gehen mir richtig auf den Keks. Wenn die gleich Stress suchen, werde ich den Stress auf jeden Fall annehmen. Und vor allen Dingen, okay, vielleicht sollten wir auch einfach gegen Blau gehen. Ah, Mist, jetzt respawnen die da sogar. Ah, verdammt. Okay. Team Blau, dann kämpft halt an meiner Flagge. Ist in Ordnung. Wir haben genügend Streitkräfte und genügend Goldreserven, um den Fight aufzunehmen. Und vielleicht klauen die anderen dann Team Blau auch ihre Station. Team Grün macht mir halt am meisten Bauchschmerzen, dass die jetzt schon 1600 Punkte haben. So, wenn wir jetzt Leute verlieren, werden die direkt nachgepumpt, sodass Team Blau kaum eine Chance hat. So, direkt auf Schaden, weil wir wollen wieder diese Spezialeinheit. Ja, jetzt werden wir natürlich an beiden Seiten attackiert. Guck mal, Team Blau kommt. Team Orange auch. Oh, warte mal, wir ziehen uns weit genug zurück, dass die sich bekämpfen. Das ist doch smart. Guck mal, jetzt sehen die sich gegenseitig. Nee, nicht uns, nicht uns, nicht uns. Hört auf. Wir wollen hier keinen Stress. Team Orange wird jetzt komplett auseinandergenommen. Komm, Team Blau muss jetzt hier aber mal delivern. So, nachproduzieren, nachproduzieren. Immerhin gibt es Erfahrungspunkte. Aber das kostet uns natürlich auch gut Gold. Hier auf weiteren Schaden. Okay, wir haben es gut überstanden. Dann lasst uns rüber zu Orange. So, schnappen wir uns sofort ganz, ganz schnell. Ah, Team Blau, ihr Miesen. Hoffentlich schaffen wir das schnell genug zu sein, weil ich kann mir vorstellen, dass sie weiter zu der nächsten Flagge von uns ziehen. Das ist sogar deren einzige Flagge. Okay, wir könnten da jetzt sogar den Deckel drauf machen. Das wird jetzt, weil die haben kaum noch Einheiten. Das sind super wenige. Oh, Alter, was wollt ihr denn jetzt hier? Zack, drauf, 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 drauf. Na, und jetzt kommt Team Orange. Okay, wir müssen jetzt aber trotzdem gucken. Die können nicht mehr reggen. Geiles Ding. Horn. Das schnappen wir uns jetzt schnell genug. Jawohl, jawohl. Zack. Und wenn das jetzt unser Punkt ist, dann ist Blau draußen. Jawohl. Blau ist draußen. Das war gut. Orange, geben wir den Punkt. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn sie uns aber den nächsten Punkt abnehmen wollen, dann müssen wir drauf spekulieren, wo sie jetzt hingehen. Genau. Das werden wir jetzt nicht zulassen. Da sollen sie sich ruhig an uns aufreiben. Weil hier können wir die Leute nachspawnen. Das ist gut. Wir haben jetzt drei Punkte. Zack, wenn wir jetzt neue Leute brauchen, spawnen wir sie direkt. Und Orange wird sowas von zurückgedrängt. Dadurch, dass wir halt... Boah, wir wurden aber auch gut zerrieben von seinen Einheiten. Das muss man sagen. Also der hat auf jeden Fall schon welche, die sind deutlich weiter fortgeschritten. Aber egal, wir haben sie besiegt. Das ist das, was jetzt erstmal zählt. Vor allem hoffe ich... Okay, Orange ist nach da oben gegangen. Genau, dann holen wir uns aber den Punkt hier. Das ist schon okay. Ich glaube, Grün geht auch nicht weiter als diese Linie da hinten. Gut, wir müssen jetzt gegen Team Orange arbeiten. Ich werde, denke ich mal, Speerwerfer jetzt mit reinhauen, oder? Weil ich glaube, die sind halt heftiger. Legionär skillen wir noch nicht, weil dann haben wir kein Gold mehr. Wir haben sowieso nur noch einen Punkt. Nee, hä? Warum haben wir den Punkt denn nicht komplett? Was ist das denn? Och nee, komm. Mach dir jetzt nicht diesen. Gut, dann müssen wir dieses Spiel spielen. Dann sollen sie den Punkt ruhig nehmen. Naja, jetzt laufen sie zu dem und wir gehen hier hin. Okay, wir müssen Team Orange auslöschen. Geht kein Weg dran vorbei. So, ich schätze mal, dass sie jetzt hier rüberkommen. Ja, das machen sie auch. Okay, aber hier haben wir eine gute Position. Wir haben viel Gold und ich hoffe einfach, dass sie dann nicht hier respawnen. Hier kann ich auch von außen schön reinballern. Oh, nochmal ein Punkt. Auf jeden Fall den Nahkampfschaden. Oh, der eine zieht sich schon zurück. Oh, guck mal. Die haben ihren Angriff abgebrochen, um dann da hinten weitere Sachen einzunehmen. Das ist super. Das spielt uns direkt in die Karten. Wir haben hier ein paar Verteidiger. Schnapp die sofort. Ich blase wieder ins Horn, damit wir den Punkt hier schneller holen. Haben wir ihn? Jawohl. Guck mal. Und dann holen wir uns direkt den Punkt. Oh, das ist richtig gut. Das ist wirklich... Die kämpfen nämlich jetzt gegen Grün. Ah, das hier gehört leider auch Grün. Weil ich wollte eigentlich eher Team Orange hier im Punkt streitig machen. Aber egal. Hä? Nein! Da hinten ist irgendeiner von den Orangenen. Wie ist das denn passiert? Guck mal, der nimmt das einfach wieder ein. Du willst mich doch verkacken. Wie hast du das denn geschafft? Ist der da einfach gespawnt? Nee, das war schon noch einer der Verteidiger. So, komm. Schnappen wir uns den Laden. Ah ja, okay. Die gehen nach hier oben.
Die haben aber kaum noch Punkte. Das ist gut. Und wir wissen ganz genau, wo greifen sie als nächstes an? Wieder hier unten. Und wenn sie das machen, haben sie ein Problem. Schutzaura der Flagge, das mache ich. Verringert den Nahkampfschaden um 10%. Genau, ihr kommt nämlich hier, wir kämpfen an der Flagge. Oh nee, ihr wollt hier gar keinen Stress. Wir auch nicht. Geht ruhig zu grün. Chillig, chillig. Geil, das ist gut. Wir haben zwar dadurch von grün einen Punkt verloren. Wir schnappen uns jetzt hier. Jawohl, 4 Punkte. Gegen wen kämpfen die jetzt? Okay, die kommen zu uns. Werden wir nicht zulassen, wir halten die 4 Punkte. Und mit ein bisschen Glück, guck mal, grün geht nämlich da oben jetzt an den Start. Ja, 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 macht ihr ruhig. Klappert mit euren tollen Schilden. Wir bleiben bei der Flagge, kriegen den 10% Buff und greifen jetzt an. Und wieder, wenn einer fällt, wird er sofort gerespawnt. Wieder schön, 9 Punkte. Die haben wir auseinandergenommen. Also unsere Elite-Truppe funktioniert immer besser. Obwohl wir da jetzt einen kleinen Fehler gemacht haben. Ah, jetzt kann Orange da vorne den Punkt holen. Das nervt mich. Aber wir bleiben hier. Wir gucken nämlich jetzt gleich, was sie wieder machen. Wenn sie wieder zu uns kommen, werden wir versuchen, sie wieder komplett wegzuschallern. Da vorne verlieren sie zum Beispiel auch gerade den Punkt an Grün. Jetzt haben sie aktuell nur 2 Punkte. Was macht ihr jetzt? Ihr greift uns wieder an. Schwerer Fehler. So, Attacke. Nochmal 1 Punkt. Super, dann lass uns direkt hier oben den Punkt einnehmen. Ah, Mist, sie respawnen hier. Ah, das wäre zu schön gewesen. Dann hätten sie nämlich nur noch 1 Punkt gehabt. Wir sind hier trotzdem im Vorteil, weil die haben nur 2 Punkte, wir haben 3. Team Grün ist ein Thema für später. So, zurückziehen an die Flagge. Ich gehe auch mal Heilungsaura der Flagge gehe ich rein. So, kommt ran. Und Angriff. Zack. Und jetzt ist wichtig, wieder schön Leute nachpumpen. Und ich hoffe, dass sie jetzt... Ja, sie respawnen auf dem anderen Punkt. Perfekt. Kommt schnell, kommt schnell, kommt schnell. Weil sie greifen jetzt grün an und das ist deren Fehler. Und schnappen wir uns nämlich den Punkt von denen. Und im besten Falle schnappen wir uns sogar noch den Punkt von Orange. Es sei denn, sie laufen jetzt wieder... Ja, sie laufen in unsere Richtung. Ah, sie wollen sich aber hier die grüne Flagge holen. Oh, das ist ein großer Fehler. Oder laufen sie durch? Nee, sie laufen durch zu unserem Punkt. Die Miesen. Ja, da kommen wir auch nicht mehr ran. Weil wir müssen an den Flaggen kämpfen. Wir können es probieren. Nee, der Punkt ist verloren. Wir können ihre Aufmerksamkeit auf uns lenken. Nein, 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 nein. Okay, dann macht ihr diesen. Dann machen wir das, was ihr könnt, können wir auch. Tatsächlich sogar schneller als ihr. Oh, als ob. Orange hätte jetzt gar keinen Punkt mehr. Aber da komme ich jetzt nicht schnell genug hin. So, wir müssen jetzt abwarten, wo sie hingehen. Ob sie nach links oder rechts gehen. Sie gehen nach links. Ich habe das Gefühl... Orange geht langsam die Kohle aus, weil die kaum Punkte haben. Das bedeutet auch, dass sie schlecht Einheiten nachproduzieren können. Ich glaube, ich gehe schon mal in Geschosse. Dann können wir sie nämlich wie immer hier so ein bisschen abwerfen. Zack. Kämpfen wie immer bei der Flagge. Wichtig. Das läuft doch gar nicht so schlecht. Klar, grün ist jetzt noch... Also grün wird heftig. Ich glaube, grün sind auch die einzigen, zack, die eine Basis haben, die zugeht. Damit sind die natürlich nochmal ganz anders geschützt. Oh, die ersten flüchten. Nein! Als ob, was für ein Manöver von denen. Die flüchten halt und nehmen da vorne den Punkt ein. Okay, dann müssen wir uns ganz schnell hier beeilen. Ja, das war ein bisschen blöd. Dass die irgendwo da vorne sich hin... Oh ja, das ist jetzt aber gut. Weil hier schneide ich euch den Weg ab. Und hier muss ich gar nicht... Ja, ihr seid so wenige. Zack. Und weil wir halt ordentlich auf Damage skillen, machen wir deutlich mehr Schaden als die. Und jetzt gehen wir hier ran. Okay, schnapp ich mir. Sofort, sofort. Die haben kaum noch Gold. Guck dir das an. Die sind auch so wenige Leute. Das sieht gut aus. Team Orange kann Geschichte sein. Guck mal, wie langsam sie auch die Flagge einnehmen. Das schaffen sie nicht. Geiles Ding. Jawohl, jetzt ist nur noch Team Grün. Jetzt können wir unsere Front nach vorne verteilen. Gut, Team Grün, guck mal oben links auf die Points. Sind natürlich barbarisch krass. Ich weiß auch nicht, wie diese KI gepolt ist. Wann die immer attackiert... Wahrscheinlich attackiert sie immer, wenn eine der Flaggen weg ist. Aber das können wir ja zu unserem Vorteil auch nutzen, um halt immer an den Flaggen zu kämpfen. So, schnappen das hier. Nehmen unser Horn. Jetzt werden sie wahrscheinlich gleich merken, oh, da kommt ein Bruder. Lass uns schnell einmal raus hier. Ich mach mal die... Oh ja, die Geschosse können wir mal holen. Oh, stimmt, wir brauchen auch die Tore. Ah, weil wir haben sowieso genügend Gold. Ich hole mal alles. Obwohl, jetzt haben wir nur noch 200 Gold, aber wir haben viele Basen. Das ist schon gut. Guck mal, die chillen da. Habt ihr Angst? Jetzt kommt ihr. Aber wir können sie hier bei der Brücke abfangen. Das ist gar nicht so schlecht. Boah, warum sind die denn so schnell? Oh ja, guck mal, ihr könnt auch. Jo.
Ja, das, was ihr könnt, können wir auch. Zack, haben wir euch auch erwischt. Wir haben sogar noch eine Runde. So, kommt ran. Das ist gut. Wir haben jetzt sogar auch einen Punktevorteil. Und können ihnen peu à peu die Flaggen wegnehmen. Oh, da kommen sie nämlich jetzt. Das kommt mal mit. Weglaufen, weglaufen. Jetzt müssen wir kurz ein bisschen abwarten. Ja, ja, weil die gehen da wieder um die Ecke. Boah, das hat gecrunched. Oh, sind wir denn stark genug? Ja, doch. Wir haben einen deutlichen Schadensvorteil. Ah, jetzt, aber das Problem ist, sie spawnen halt so schnell. Deshalb werden sie sich den Punkt da vorne auch wiederholen. Ja, schade. Weil so können wir auch nicht gegen die kämpfen. Den einzigen Vorteil, den wir dann natürlich hätten, obwohl spawnen die ihre Einheiten. Oh, wir sind nur noch 18 Leute. Vorsicht. Oh ja, da hat es einige erwischt. Kommt ihr uns hinterher? Das wäre geil, bitte. Nee, sie laufen wieder zurück. Weil sie den einen Punkt da oben jetzt haben wollen. Ah nee, sie laufen zurück in ihre Base. Das ist ja noch besser. Weil wir haben da oben den einen Punkt ja jetzt plus gemacht. Dann haben sie nämlich nur noch den grünen hier vorne. Ja, und da sind wir schnell genug. Boah. Kommt mit, Jungs. Nee. Kommt bitte mit. Es ist wichtiger, dass wir hier an der Flagge kämpfen. Als alles andere. So, weil hier können wir sie wieder auseinandernehmen. Wenn Leute von uns draufgehen, schön nachspawnen. Oh ja. Oh, let's go. Guck, und jetzt haben wir die da ordentlich weggeballert. So, hier fangen wir euch wieder ab. Und auch dieses Battle werden wir einfach wieder gewinnen. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Erfahrungspunkte sammeln können. So, guck mal, jetzt spawnen die wieder. Aber ich denke mal, die sind so getaktet. Ja, die laufen immer wieder zu diesem Punkt. Der hat scheinbar für die immer Priorität. Es gibt zwei Möglichkeiten zu gewinnen. Einerseits alle Basen einnehmen oder nach 45 Minuten mehr Punkte haben als die. Aktuell sind schon 28 Minuten vergangen, aber die haben halt 6500 Punkte. Wir müssen eigentlich hoffen, dass wir das Punkterennen gewinnen. Das wäre auf jeden Fall 10 von 10. Und ich werde jetzt auch mal gucken. Man kann doch auch die Einheiten hier abstellen, weil jetzt kommen die nämlich hier schon wieder ran. Aber ich sehe hier unten nichts. Folgt mir Angriff. Ah, warte, mit G. Dass ich ein paar Einheiten hier abstelle. Und nur mit dem Standartenträger. Okay, warte mal. Dann wartet hier. Ah, Mist, der Standartenträger kommt dann nicht mit. Weil ich, gut, alleine brauche ich wahrscheinlich eine halbe Stunde. Ja, das dauert zu lang. Oh Gott, die warten dann auch. Wenn ich nicht in der Nähe bin, lassen sie sich einfach dann ab wegballern. Okay, das war jetzt echt nicht schlau. Aber ich hoffe, dass... Okay, unsere sind nicht stark genug. Aber egal. Hier kann ich mir alle Leute wiederholen. Jungs, ah, da kommt ihr. So, die machen wir platt. Jawohl. Boah, und die kommen aber da wieder raus. Aber das Gute ist eigentlich, die kriegen doch viel weniger Gold. Irgendwann geht denen das Gold aus. So wie wenn wir sie weiterhin so fertig machen. Oh, warte mal, können wir euch nicht hier längs locken? Das wäre schon geil. Kommt mal hier mit. Dann haben die nämlich gleich nur noch einen Punkt. Jawohl, dann sind wir mit der vollen Stärke. Geiles Ding. Das können wir noch schaffen. Das können wir wirklich noch schaffen. So, ran. Ich bleib hier im Hintergrund. Bin einfach nur dafür da, Einheiten zu respawnen. Jetzt kommen sie wieder mit ihren Leuten. Na, kommt ran. Kommt. Holt euch eine Abreibung. Obwohl, wir haben aktuell ja auch schon 3700 Gold. Die Frage ist, wie viel die auf Tasche haben. Wahrscheinlich unfassbar viel, wenn sie die ganze Zeit so produzieren können. Unsere Taktik muss eigentlich sein, obwohl ich kann hier... Nee, ich habe schon 10 von 10 Punkten. Ich habe jetzt 25 Nahkampfschaden. Guck mal hier, da kommen sie... Oh nee, guck mal, jetzt machen sie hier Trick 17. Jetzt gehen sie mal auch um die Ecke. Aber das müsste eigentlich der Moment sein... Oh, hier kann ich nicht durch. Schaffen wir das noch rechtzeitig? Ja, schaffen wir. Also eigentlich müssen die weg. Und dann müssen wir in deren Basis eindringen. Weil die sind in keiner anderen Basis so gut geschützt wie in der mit dem Tor. So, einfach direkt wieder drauf. Wir müssen jetzt die einfach fertig machen. So viel Schaden machen, so viele Einheiten von denen zerbersten, bis denen einfach das Gold ausgeht. So, komm. Baut einfach Go. Kämpft gegen die. Lasst euch da ein bisschen weghauen. Nee, ihr sollt nicht wieder zurücklaufen. Ich hab doch gesagt, Attacke. Aber warte, so bleibt eine. Jetzt ist das Tor offen. Obwohl, die müssen sich so ein bisschen regroupen. Wir attacken jetzt einfach. Aua. Oh, das war jetzt nicht so geil. Ja, da werden wir auch von den ganzen Speerwerfern einfach zu sehr... aufgerieben. Oh, warte, jetzt ist es vielleicht ganz gut. Vielleicht kommen wir so mal ja, so ein bisschen an die Wall, damit wir das da vielleicht mal ein bisschen kaputt schlagen. Aber Alter, man wird da so von links und rechts so zerberstet, dass man da kaum eine Chance hat. Aber jawohl, es ist sogar kaputt gegangen. Oh, das ist gut. Das müssen wir gleich mal ab... Oh ja, ihr geht hier längs. Das müssen wir verhindern.
Ich finde es so krass, dass die so viel Gold haben. Oh, punktemäßig sind wir aber bald drauf. Ja, aber guckt euch das an. Wir sind noch hier hinten am Kämpfen und schon haben die da hinten wieder... Ey, okay, warte mal. Ich mache jetzt eine andere Strategie. Geht ihr mal da längs? So, und jetzt, dann holen wir euch, jetzt holen wir uns das Ding hier. Aua, bitte, lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Alter, ich wurde schon wieder getroffen, bitte. Rein, 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 rein. Nehmt das Ding ein. Okay, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Sind alle down? Ja. Jetzt sind die noch mehr geschwächt. Das ist gut. Die haben nicht mehr ihre krasse Basis, hinter der sie sich verstecken können. Klar, da vorne, aber das hat ja nicht mal irgendwie, keine Ahnung, ein Schild. Ein Tor, meine ich. Alter Schwede, also... Das sieht echt gut aus. Wir haben die auch hier einfach gut in die Enge gedrückt. Wir können immer wieder attackieren lassen. Weil ich glaube auch... Nee, das gibt 120 Gold. Die haben jetzt nur noch eins mit 45. Kein Wunder, dass sie auch so viel hatten die ganze Zeit. Weil nur diese Basis da vorne gibt schon 120 Punkte. Wir haben sie jetzt auch an Punkten überholt. Also es kann eigentlich nicht mehr so lange dauern. Ich hoffe es zumindest, dass denen das Gold ausgeht. Wir müssen jetzt pushen. Wir müssen die 8 Minuten nutzen, um wirklich denen so viel Gold zu drainen, wie es nur geht. Weil guck mal, die pumpen auch so viel hinterher. Oh, ich glaube, es ist passiert. Ich glaube, es ist wirklich passiert. Ich sehe nicht, dass sie da großartig nachproduzieren. Als ob. Na doch, okay. Ich dachte echt, das wäre der Zeitpunkt unseres Victories. Aber es sind noch 7 Minuten. Wartet ab. Also punktemäßig werden wir nicht mehr verlieren. Und das ist gut. So, kommt, Leute. Randa. Nein. Wo lauft ihr hin? Ihr macht nicht diesen. Das werde ich nicht zulassen. Jawohl. Das war knapp. Das hätte jetzt hier auch gut in die Hose gehen können. Oh, Leute. Ah, da kommen sie wieder alle. Das gibt's doch nicht. Wie viel Gold habt ihr denn? Weil man bekommt kein Gold pro irgendwie besiegte Einheit, sondern nur mit den Flaggen. Die haben halt am Anfang wahrscheinlich so viel gebunkert. Aber man wird ja mal denken, dass das... Also ich schaff's halt nicht an deren Flagge. Da schaffe ich es nicht, die zu besiegen. Oh, nee, 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 nee. Ihr wollt wieder darüber. Boah, es ist wieder die komplette, eine komplette Mannschaftsstärke von denen. Ja, das war daneben, Jungs. Das war daneben. Wir hingegen. Schön. Ah, okay, war auch jetzt nicht so krass. Aber, oh, das war ein 10er-Treffer. Boah, ich glaube nicht, dass wir es noch schaffen werden, denen alles wegzunehmen, was sie haben. Weil es bringt ja auch nichts, jetzt deren Basis einzunehmen, weil dann würden sie halt irgendwann wieder an einem anderen Spot campen. Und Einheiten nachpushen. Also es fehlt halt tatsächlich dieser eine letzte Schlag. Weil das bringt, guck mal, wenn ich jetzt attackieren würde, pumpen halt einfach selber ihre Einheiten nach. Da hast du kaum eine Chance. Selbst wenn ich mich jetzt selber noch einschalte, sind jetzt auch nur noch 2 Minuten. Oh, nee. Oh. Oh, das könnte jetzt... Aua, nein, ich bin down. Wo spawn ich? Okay, hier vorne. Glück gehabt. Das hätte auch in die Hose gehen können. Oh, 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 sie gehen nach da oben. Jungs, kommt mit. Nee, nee, die Flagge geht aber nicht runter. Alles easy. Und jetzt kommen sie da oben schon wieder. Noch eine Minute. Ja, ich weiß, noch eine Minute. Oh, was natürlich? Warte mal. Mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück könnten wir hier eine Sache probieren. Das Tor darf bei uns nicht so schnell fallen. Ach, Mist. Ah, das wäre geil gewesen. Ich dachte, sie greifen meine Basis an. Weil da hätten sie vielleicht so viel Zeit gebraucht, das Tor einzunehmen, ja. Dass ich ihnen dann sozusagen den... eine kleine Abreibung verpasst hätte. Aber nee, nee. Da schnappen sie sich jetzt das Ding und laufen weiter. Nee, komm. Wir haben das Ding trotzdem echt gut gemacht. Wir sind hier ohne hundertprozentige Taktik reingegangen. Konnten aber am Ende trotzdem den Victory reinballern. Oh, guckt euch das an. Zack. Hier war so der Scheitelpunkt. Und dann ging es bei denen die ganze Zeit runter. Geiles Ding. Und jetzt gibt es, glaube ich, nur noch ein Level. Das Finale. Ja, geil. Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr Bock habt auf das Finale, dann lasst gerne ein Like da. Schaut gerne auf paluten.shop vorbei für den kleinen neuen Palutenkopf. Und Evil. Es gibt auch noch einen Evil-Kopf. Schaut gerne mal auf paluten.shop vorbei, wie gesagt. Und vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.